Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück bei Sekiro. Ich habe gerastet und den Typen auf der Brücke nochmal platt gemacht. Das lief einigermaßen. So, jetzt ist die Frage, wie kommen wir an unseren Schatz ran? Vielleicht von hier? Oh yes. Gib uns die Truhe. Ja, Baby, gib mir alles. Ich will es haben. Was ist es? Göttliches Gras. Die Ernüchterung. Hallo? Kannst du dich da hochziehen? Geht das? Geht wohl nicht. Ah, das ist jetzt enttäuschend. Dann haben die Kisten doch immer nicht immer was Gutes drin. Das hier war gerade für ein Arsch. Ich habe da irgendwas gesehen. Das war wahrscheinlich irgendein blöder Fisch. Ich muss unter Umständen mal irgendwie irgendwann alle Fische töten. Vielleicht, ist einer davon ein Karpfen. Und ich denke, die Schuppen kann man ganz gut gebrauchen. Da gibt es einige Dinge, die wir kaufen könnten. Ist nicht unbedingt ein Zeug, das wir jetzt irgendwie dringend brauchen. Aber wenn man es haben kann, nimmt man es doch gerne mit, oder? So, dann haben wir das. Da ist ein Dicker mit dabei. Okay, ich würde sagen, eins nach dem anderen. First things first. So, was ist mit euch los? Und ihr hört auf, hier die ganze, dieses komische Zeug hier zu machen. Das Grauen. Das ist nicht sehr nett. Ah ja, genau. Jetzt haben wir den neuen Skill. Das heißt, jedes Mal, wenn wir einen Todesschlag machen, kriegen wir HP zurück. Das heißt, wir können uns gratis heilen damit. Das ist hervorragend. Gute Sache. Handvoll Asche und Keramiksplitter, den ganzen Mist könnte ich auch eigentlich auch irgendwann mal verkaufen. Und dafür irgendwie was Nützliches kaufen. Okay, da hinten geht's rein. Was ist hier los? Was habt ihr hier gemacht? Da säuft einer. Das ist wahrscheinlich, der säuft wahrscheinlich den Sake. Okay. Weiß es nicht genau, was das sollte. Aber gut. Ja, da haben wir mal kurz gelauscht. Ach, guck mal, da hinten ist was. Aber ich sehe nichts. Es ist viel zu dunkel hier. Hallo? Wie kommen wir da hin? Ich habe was gesehen. Ich möchte es gerne haben. Es ist hier im Haus drin, oder? Ne, es liegt hinter dem Haus da. Aber da ist auch etwas im Haus drin. Oh, da haben wir gerade was zerdeppert. Durch die Wand durch. Ha! Wie kommen wir hier rein? Ah, wir können uns hier durchschleichen. Okay. Gute Sache. Und nun? Aber ich sehe nichts. Kamera. Nee, da sind wir nur wieder im Ausgang. Falsche Richtung. Was ist hier? Was muss ich hier tun? Ich sehe nichts. Kann man nicht ein bisschen Licht machen? Warte mal, was war das? Drehtür benutzen. Okay. Okay. Wir können sogar mit dem Typen reden. Aber erstmal wird gelootet. Göttliches Konfetti, okay. Ist nicht so pralle. Roter Klumpen. Können wir hier raus? Wir
Wir sollten definitiv mit ihm reden. Was säufst du da? Den Sake? Der giftige? Ui. Ich glaube, der ignoriert uns. Ui. Das ist wie eine Droge. Eindeutig nicht alle Tassen im Schrank. Das ist hier so eine Art Kult, glaube ich. Einfach, dass sie ein bisschen Gehirnwäsche unterzogen wurden, glaube ich. Ja. Sieht zumindest für mich so aus. Hast du sonst noch was? Ich ist leer. Löst sich nicht vollständig auf, so können wir keine Bürger des Palastes werden. Aber was aus dem Palast, fülle erneut unsere Becher. Fülle bis überlaufen bis zum Rand. Sonst noch was? Oh, der Becher ist leer. Jetzt wird er wahrscheinlich Agro. Das genügt nicht, es ist zu dünn, es löst sich nicht vollständig auf, sie können wir keine Bürger. Okay. Können auch immer auch nicht weiter einschenken. Wo zur verdammten Hölle sind wir jetzt wieder hin? Leichter Geldbeutel. Ich sehe da noch Zeug. Und da hinten auch. Was ist das für ein Haus eigentlich? Können wir hier rein? Können wir nicht. Okay, gut, dann gehen wir erstmal hier nach hinten und holen uns dieses Ding hier. Adamantitschrot. Ich weiß nicht, ob wir jemals dazu kommen werden, das Zeug zu verwenden. Weil die Sachen, die ich skillen möchte, die kann ich nicht skillen, weil uns irgendwie ein Puzzle... Scheiße. Also ein Puzzlestück fehlt. Können wir hier irgendwie wieder an den... uns ranziehen. Spiel. Ach scheiße, es geht nicht. Hier vielleicht. So, das ist, wir dürfen uns jetzt hier wieder reinschleichen. Zur Drehtür. Da kann man auch einfach mal die Gesetze der Physik außer Acht lassen. Das passt schon so. Gut gemacht, Sekiro. So. Da können wir uns hochziehen. Ah, hier ist ein richtiger Schrein, mein lieber Scholli, du. Oh, eine Gebetsperle. Nice. Hey, endlich mal guter Loot. Endlich mal guter Loot. Muss das Spiel auch mal loben, wenn es einem was gibt. Hallo? Ach Gott, ey. Wie viele Gebetsperlen ich bestimmt schon übersehen habe, das ist, hier eine Möglichkeit wieder rauszukommen außer der Falltür. Anscheinend nicht. Also es gibt dann auch versteckte Türen, die vertikal sind. Alles klar. Gut. Ich glaube, wir haben hier alles. Auf den ersten Blick zumindest. Ach du Scheiße, das ist doch wieder ein Bossfight. Was haben wir? Ich habe ein Scheißgefühl hier bei der Sache. Verdorbene Nonne. Fett krass. What? Okay. Das Ding ist wenigstens nicht so schnell. Kann sich aber... boah, wir haben keinen Schaden gemacht.
hat bestimmt eine zweite Phase. Holy shit, wir machen... Ah doch, jetzt haben wir ein bisschen Schaden gemacht. Ein bisschen. Autsch, das waren die Later. Okay. Man kann das Ding nicht stunnen. Ich muss mich heilen. Scheiße. Es lässt sich nicht stunnen. Oh, okay. Verdorbene Nonne. Ach, scheiß auf die XP. Ich meine, es ist jetzt eh schon vorbei. Außer wir kriegen jetzt hier Glück gehabt. Aber ne, wenn man es braucht, dann kriegt man es nie. Es ist einfach so. Betrunkener Verwalter. Das ist der hier wahrscheinlich. Ja. Wie ich gesagt habe. Wenn man es braucht, dann kriegt man es nie. Es ist einfach so. Okay, das ist jetzt ein bisschen ein ätzender Run. Weil der Spasti hier auf der Brücke, die jeweils dazwischen ist. Heißt, wir müssen das einfach so machen. Die Kollegen kann man auslassen. Und einfach hier direkt rein. Okay, ich glaube, die erste Phase geht. Okay, muss man aufpassen. Der Wirbelwind ist sehr gefährlich. Okay, das ist ein horizontaler. Scheiße, das ist irgendwas anderes. Jetzt einer nach oben. Oh Gott. What? Was war das für einer? Okay, das ist ein Stich. Ist gut zu wissen. Bringt es nicht sonderlich viel aktuell, aber wenn er low ist, kann man den vielleicht Mikiri kontern. Der Bossfight gefällt mir bisher ganz gut. Ich verstehe nicht ganz, warum das ein Phantom ist. Aber muss wohl auch nicht alles verstehen. Okay, scheiße. Hat das Ding pariert? Das ist einigermaßen langsam. Okay. Es sind immer 5, glaube ich. Und dann kann das Ding aber wieder direkt noch einen nachsetzen. Okay, der schwere Hit macht gar nicht so schlechten Schaden. Okay, das ist... Der langsame ist so ein... Ein Tracking-Move. Autsch, was mache ich denn jetzt schon wieder? Keine Ahnung, warum das manchmal funktioniert und manchmal nicht. Wir haben schon keine Heilungen mehr. Hervorragend. Man kann immerhin gut Schaden machen. Man hat Zeitfenster, um was zu machen. Das ist schon mal ganz gut. Verdorbene Nonne. Hat bestimmt eine zweite Phase. Wo sie sich da manifestiert, die blöde Sau. Wirbelwind ist eigentlich gar nicht so schlecht. Ach nein, das ist der wieder. Keine Heilung mehr. Okay. Hat sie da geblockt oder habe ich sie getroffen? Das ist schwierig zu sagen. Nein, das ist wieder... Ach, das ist wieder der. Da habe ich noch nicht so wirklich drin. Okay. Eins, zwei, drei. Okay, da hätte man was machen können. Das war ein neuer. Ah, Stich. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ich weiß, dass es 5 sind. Aber schon ein bisschen zu weit drin. Scheiße, oh, da war ich zu spät. Ich wollte gerade den Mikiri-Konter machen. Aber das geht. Der Boss macht Spaß zumindest.
Das ist doch schon mal gut. Es ist immer wichtig. Okay. Das, da hat er geparried. Es ist immer wichtig, dass es Spaß macht. So. Der Bossrun wird ein bisschen ätzend werden, weil ich werde bestimmt das ein oder andere Mal ins Wasser fallen. Hier auf der Brücke. Aber zumindest die erste Phase ist ziemlich cool. Ich hoffe, das bleibt so. Okay, das war doch ganz gut. Und weiter. Es geht. Es ist nicht super übel. Das Ding manifestiert sich einfach. Okay, das war nichts. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2. Na, das zweite hat er pariert. Okay. Oder sie. Ist eine Nonne. Ist eine Frau. Okay. Da kann sie auch direkt wieder ran. Ach, scheiße, das ist der wieder. Den habe ich keine Ahnung, wie ich ihn ausweichen soll. Bin ich mir noch nicht sicher. Scheiße. Einmal erwischt. Mach was? Ist nicht so schnell. Schon wieder erwischt. Ich wollte unter sie durchdeutschen. Vielleicht hätte das geholfen. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. Und dann kann ich einmal zuhauen, aber nur einmal. Und das war... Das Problem ist, es ist ein bisschen dunkel. Man sieht nicht so viel. 1. Ach, das ist wieder der. Ich komme nicht unten durch. Ah, blockiert. Bisschen auf die andere Seite rennen. Okay, das war gut. Aber okay, da kommt nach dem Spezialding noch einer dazu. Scheiße, das war optimistisch gedacht. Das lief auch nicht. 2, 3, 4, 5. Vielleicht könnte ich noch einen kleineren dazu danach anfügen. Okay, einfach zurückgehen bei dem. Den kann ich nicht wirklich punishen. Scheiße, stimmt, da kommt ein zweiter hinterher. Wenn sie den horizontal macht. Autsch, war ich zu spät. Immer wenn Staub aufwirbelt, hat man Zeit, um was zu machen. Okay, das ist der. Da macht sie aber nicht so einen großen Schritt. So weit, so gut. Ah, doch, man kann. Man muss einfach weit genug weg sein. Da kommt noch ein zweiter hinterher. Und dann kann man. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. Ich glaube, die erste Phase ist nicht so schwer. Und ich rechne damit, dass eine zweite kommt. Okay, da ist sie schnell genug wieder weggekommen. Macht halt auch einen unglaublichen Schaden wieder. 1, 2. Eins, zwei. Schon wieder abgewehrt. Schon wieder. Autsch. Ja, das war optimistisch. Mann. Das ist das Timing einfach falsch. Eins, zwei, drei. Was? Dass sie da nochmal abwehren kann, ist... Finde ich ein bisschen übertrieben. Scheiße. Mann, ich komme nicht mehr schnell genug weg. 1, 2, 3, 4, 5. Und weg. Haben leider keine Heilung mehr. Eins, zwei,
3. Was? Ah, dass sie so schnell ihren Block wieder oben hat. Also das ist ein bisschen unfair da teilweise. Okay, Mikiri-Dings hätte man machen können. Ich komm nicht schnell genug weg. 1, 2. Ich dachte, da kommt noch eine Überhand. 1, 2. Genau. Okay. Das war gut. 1, 2. Und dann kann man... Den kann man relativ safe machen. 1, 2, 3, 4. Scheiße. Bin ich zu früh rangegangen. Das war mein eigener Fehler. Okay, ich muss gucken, dass ich irgendwie schnell genug wieder wegkomme, wenn ich Schaden mache oder wenn ich zuhaue. Gerade wenn sie pariert, kommt sehr schnell ein Gegnerangriff. Und es ist nicht ganz einfach, dem auszuweichen. Das habe ich nicht drin. Da müssen wir ganz klar einfach mal ehrlich zugeben. Ist ein bisschen... Ich hoffe, sie manifestiert sich in der zweiten Phase. Also ich rechne jetzt einfach mal fest mit der zweiten Phase. Ansonsten wäre es wahrscheinlich fast ein bisschen zu einfach. Und das gebe ich dem Spiel einfach nicht. Wobei, ich sollte lieber nicht meine Fresse zu weit aufreißen. 3, 4. Fuh! Ja, das ist scheiße. Das fängt schon wieder ganz gut an. Wir machen zumindest ein bisschen Schaden. Wir können auch einen normalen Konter machen anstatt Mikiri. 2. Okay, bin ich jetzt... Scheiße! Ich kann die noch nicht so wirklich auseinanderhalten. Und wieder... Ach, Mist. Ich komme nicht schnell genug weg. 1, 2, 3. Und schon wieder abgewehrt. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Jetzt bin ich wieder geduckt gewesen. Deswegen hat er aufgehört zu rennen. Das passiert mir halt auch ständig. Das war gut. Den kann man punishen. Ich habe schon 3 Heilungen verballert. 1. Ah, die Kamera wieder. Dich. Können wir auch. Boah, das war Glück. Okay, das war gut. 1, 2, 3. Das war rein gar nichts. 1, 2, 3, 4, 5. Und dann wieder weg. Okay, und wieder weg. Nein, zu früh hin. Ah, meine Güte, wieder hängen geblieben. Und ich war auch wieder im Duckenmodus. Hat sie wieder pariert. Er ist schwierig zu punishen. 1, 2. Geht. Okay. Geht teilweise auch. Ich muss lernen, alle Angriffe wirklich zu punishen. Ansonsten drehe ich bei der zweiten Phase durch. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Kann man noch einen kleinen hinterher setzen. Und wieder weg. Halbe HP. Was war's für... Vielleicht... Ah, ich darf nicht so nah ran. Ah, scheiße. Du machst halt einfach 2 kleine Fehler. Und da hat sie dich. Fünf...
Heilungen schon verbraucht, das wird so nichts. Möchte sie zumindest mal in die zweite Phase bringen. Okay. 2, 3. Keine Ahnung, warum er da nicht den schweren Angriff gemacht hat. 1, 2, 3, 4, 5. Und ein kleiner dazu. Das geht eigentlich. Das war zu weit weg. 1, 2, 3. Ach Mist. Immer wenn sie pariert, kommt das. Ich komme nicht schnell genug weg. Scheiße. 1, 2. Und wieder weg. Okay, erwischt. 1, 2. Okay, und wieder weg. Vielleicht kriegen wir sie diesmal zumindest in die zweite Phase. 1, 2, 3, 4, 5. Und wieder weg. Na komm. 1. Aber die macht Spaß. Die ist cool. Das macht mir nichts aus, hier ein bisschen zu grinden. Ist zwar stark, aber die macht Spaß. Okay, das war gut. 1, 2. Nein! Scheiße, ich hab's gerade gesehen, dass der kommt. Nee, ich hab's gesehen. 1. Was ist das eigentlich für einer? So ein kleiner, bisschen ein Charge-Dingens. 1, 2, 3, 4, 5. Und weg. Viel hat sie nicht mehr. Wow. Und hin. So. Was hast du? Erinnerung verdorbene Nonne. Ah, das war's tatsächlich schon. Echt? Wow. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das so einfach ist. Die Mibu-Atemtechnik, eine geheime Atemtechnik, diese latente Fähigkeit ermöglicht das Tauchen und unbegrenzten Atem unter Wasser. Ich wusste, dass man tauchen kann. Entwickelt von Mibu-Dorfgründer. Diejenigen, die sich der Prozession anschließen möchten, müssen die Mibu-Atemtechnik beherrschen. Ohne sie können sie den göttlichen Drachen nicht treffen. Gut. Ja, da hat mir das Spiel einen geschenkt. Sind wir mal ehrlich. Das habe ich jetzt nicht gedacht, dass das nur eine Phase ist. Eine Erinnerung an den Kampf gegen einen starken Gegner. Obgleich die Erinnerung weit zurückliegt, stärkt es den Wolf, sich wieder zu vergegenwärtigen. Die verstorbene Nonne trug die Maske einer mächtigen Wächtergottheit. Sie war so verschwommen, dass sie fast wie eine Illusion schien. Wieso hat sie die Höhle beim Dorf Mibu bewacht? Ja, es war auch eine Illusion, ne? Okay. 3 von 4 Gebetsperlen, das ist auch nice. Können wir mal rasten. Ja, das war super. Das war ein richtig guter Fight. Mit einer der besten im Spiel bisher, würde ich sagen. Das war ein richtig guter Fight. Nicht frustrierend. Sie hat ein cooles Moveset gehabt. Man konnte sie punishen und so. Hat alles gestimmt. Guter Fight. Aber gut, mein Lieben, ich würde sagen, machen wir an dieser Stelle einen Break. Sehen uns hoffentlich dann in der nächsten Episode hier wieder. Würde mich freuen, wenn ihr dann auch wieder mit dabei seid. Bis dann, macht's gut, euer Northgate.